Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und euch mein neuestes Video anschaut, denn heute gibt es diese vegane Schokolade bei mir im Test von der Firma Wegans. Haben wir die, ja, Classic-Sorte, sage ich jetzt einfach mal, und ihr seht schon, no added sugar. Das Ganze hat wohl 98% weniger Zucker, ist allerdings mit Bio-Erythrit gesüßt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Naja, auf jeden Fall haben wir ein Bio-Kakao-Erzeugnis auf Haferbasis. Also ich bin gespannt, wie die Schokolade jetzt gleich schmecken wird. Wir haben ja schon die ein oder anderen veganen Sorten hier getestet. Die waren eigentlich immer ganz lecker. Ich hoffe, hier ist es genauso. Dann würde ich sagen, wir fangen sofort an. Denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins. Und das ist und bleibt der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. So, was sollte das jetzt bringen? Ah ja, jetzt haben wir es. Okay, so. Please hang up and try again. So, letztendlich haben wir es dann doch geschafft. Eine etwas hartnäckige Verpackung hier heute. Ja, so schaut unsere Schokolade aus. Okay, gut. Ich bereite den Testteller vor und dann wird probiert. So, da geht's weiter. Die Schokolade befindet sich auf dem Testteller und ist bereit, probiert zu werden. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich breche ein kleines Stückchen davon ab. Und wir schauen nochmal aus der Nähe. Ja, gibt es jetzt leider nichts Besonderes zu sehen. Keine Füllung oder sowas. Ganz normale Kakaoschokolade. Okay, ich probiere jetzt mal. Also sie riecht auch leicht nach Kakao. Ich beiße jetzt einfach mal rein. Ja, hier muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe die Schokolade wirklich nicht so gut erwartet. Sie schmeckt nämlich wirklich sehr, sehr gut. Sie hat auch eine gewisse Süße. Ja gut, sie ist jetzt nicht besonders zart schmelzend im Mund. Also das muss ich dazu sagen. Aber ansonsten ist auf jeden Fall ja ein leckerer Kakaogeschmack hier am Start. Und ich bin ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, ob ich rausgeschmeckt hätte, dass das hier eine vegane Schokolade ist. Also die ist wirklich sehr, sehr gut. Da hatten wir schon um einiges schlechtere vegane Schokoladen hier. Also die kann man wirklich auf jeden Fall super essen. Na gut, preislich ist jetzt natürlich nicht gerade günstig, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber trotzdem für eine vegane Schokolade auf jeden Fall noch im Rahmen. Und wie gesagt, wirklich lecker. Okay, dann zeige ich euch jetzt schon die Verpackung von der Rückseite mit den Zutaten und den Nährwerten. Und dann gibt es meine Bewertung. Ja, für diese leckere vegane Schokolade vergebe ich 2 Daumen nach oben. Also mir hat sie auf jeden Fall sehr gut geschmeckt. Ich kann sie euch empfehlen, falls ihr diese Marke noch nicht kennen solltet und die Sorte. Also einfach mal probieren. Könnt mir gerne was dazu in die Kommentare schreiben, wie sie euch denn geschmeckt hat. Okay, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Nicht vergessen, morgen gibt es schon das nächste Testvideo hier auf diesem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Sagt euer Atzenberger.